So, ihr Lieben, und das sollte jetzt eigentlich der letzte und dritte Teil zum Thema Seminararbeit sein. Ich hatte schon über den Einstieg gesprochen mit der Prozessplanung. Dann bin ich mal ein bisschen näher aufs Fazit eingegangen. Und jetzt kommen wir heute mal zur Präsentation. Und was ihr dazu wissen müsst und wie ihr euch da auch selber beruhigen könnt, darüber spreche ich jetzt. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr ausgeruht in die Präsentation geht. Und bei euch ist es anders als bei mir. Ich mache das schon seit Jahren, das Präsentieren, Unterrichten, Vorträge halten. Da bekommt man Routine, aber wenn man nicht so routiniert ist, kann ich das sehr gut verstehen, dass man dann auch total aufgeregt ist. Und wenn man dann abends im Bett liegt, dann kann man auch mal sich auf seine Atmung konzentrieren und vor allen Dingen visualisieren, wie die Präsentation super gelaufen ist und die Lehrer einem am Ende noch die Hand schütteln und sagen, ja, das haben sie aber jetzt heute wirklich toll hingekriegt. Und viele Schüler haben so in ihren Köpfen, na, die Lehrer sind gegen mich und wollen mich fertig machen. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist einfach ein Mythos, mit dem ich jetzt mal aufräumen muss. Und was mir auch immer geholfen hat, und das ist jetzt mal so in Klammern gesagt, ganz inoffiziell, ich habe abends immer so ein Weizenbier getrunken vor meinen Prüfungen und dann habe ich super geschlafen und war dann auch ganz ausgeruht. So, zur Präsentation selber, also Regel Nummer 1 ist natürlich frei zu sprechen. Und ihr habt doch eure PowerPoint dabei. Und man kann das ja auch so einstellen, dass man die nächste Folie unten am PC schon eingeblendet bekommt, dass man also schon anfangen kann überzuleiten, bevor man auf den Drücker gedrückt hat und die Folie da hinten für die Lehrer erscheint. Also ganz einfach ist es einfach, sich da lang zu hangeln und so nach und nach die Folien quasi anstelle von so Lernkärtchen, die man dann so lesen muss, vergesst es. Guckt die Leute an, seid selbstbewusst und meistens sitzen ja dann schon drei Lehrer da und immer mal schön Blickkontakt zu allen aufnehmen und locker flockig erzählen. Den Tipp, den ich auch immer gebe, ist, lernt euren ersten Einstiegssatz auswendig. Mantraartig wiederholen, wiederholen, wiederholen. Guten Morgen, liebe Lehrer. Heute in meiner Seminararbeit geht es um das Thema Reproduktionsmedizin. Dazu gibt es sehr neue Erkenntnisse. Die möchte ich Ihnen jetzt mit drei Schwerpunkten vorstellen. Irgendwie sowas. Also auswendig lernen. Denn wenn man den ersten Satz gesagt hat, dann geht es meistens von alleine. Also ich merke, ich bin auch immer aufgeregt und habe auch so ein bisschen Herzklopfen und so. Und dann springe ich auf die Bühne und dann sage ich meinen ersten Satz, habe meinen ersten Blickkontakt im Publikum und dann läuft die Sache ganz, ganz gut. Ja, seid also gut vorbereitet, dann müsst ihr auch keine Angst haben, hangelt euch am Thema entlang, nehmt Blickkontakt auf, sprecht frei. Und es ist im Prinzip schon die halbe Miete. Ich möchte noch ein bisschen was so zum Knicke sagen, dass man also auch die Leute anspricht am Anfang, am besten auch direkt. Und man kennt ja die Lehrer mit Namen. Und was auch wichtig ist, ist, was ihr anzieht. Und ich habe schon in Prüfungen erlebt, also Dekolleté bis da unten und Minirock, wo ich gesagt habe, ich schicke die Schülerin jetzt wieder raus und ich weiß auch von Schulen, die haben dann so kartoffelsackartig so XXL-T-Shirts von der Schule und dann müssen die die anziehen und dann dürfen sie wieder reinkommen. Der Kollege wollte das nicht, der wollte gerne, dass die Schülerin so geprüft werden kann. Ja, mei, da sage ich jetzt mal nichts dazu. Ich habe euch mal auch von mir so zwei Blüschen mitgebracht, die kann man auch gerne auf eine Jeans anziehen. Also wenn ihr schulterfrei geht, dann schaut bitte, dass ihr wenigstens einen Kragen dran habt. Und umgekehrt, wenn ihr keinen Kragen dran habt, dann schaut, dass ihr ein bisschen ein Ärmel dran habt, also einen Halbarm oder einen Dreiviertelarm. Das sieht einfach besser aus. Geht bitte nicht so wie ins Freibad. Es ist eine Prüfung, es ist ein besonderer Tag. Klar, man kann Jeans und Turnschuhe anziehen, man kann aber auch einen Rock anziehen und ein paar hübsche Schuhe, ist ja meistens Sommer zur Prüfungszeit.
Also, ja, dezent geschminkt, nicht so übermäßig angemalt. Man würde sagen, okay, wenn das inhaltlich super ist, ist das ja alles in Ordnung, aber denkt immer an das Unbewusste. Okay, wenn jemand super angezogen ist und Stuss redet, das hilft natürlich dann auch nichts. Aber wenn das eine gute Präsentation ist, das Unbewusste schwingt immer, 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 immer mit. So viel zum Fazit. Und jetzt haben wir quasi Teil 1, 2, 3 zur Seminararbeit besprochen. Und wenn euch noch was fällt, dann schreibt mir bitte in die Kommentare. Und dann gibt es auch gerne noch einen Nachklapp und stellt mir Fragen. Und natürlich freue ich mich wie immer auch über Likes und Abonnenten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 eure Claudia Bignon.